Baby schimmerlos in echt. Michael Gräter. Seit Jahrzehnten schnüffelt der Klatschreporter im Privatleben der Prominenz. Gräter enthüllt die Liebe zwischen Playboy Gunther Sachs und Brigitte Bardot. Und er deckt die Liaison von Caroline von Monaco mit dem Welfenprinzen auf. Glamour, Glanz und Blitzlichtgewitter. Klatsch bewegt die Welt. Wo die Promis auftauchen, stehen sie im Rampenlicht. Was fasziniert uns bloß an den Reichen und den Schönen? Michael Gräter weiß es. Und uns ist er sehr herzlich willkommen. Nochmal schön, dass Sie da sind. Michael Gräter. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben. Ja. Warum? Naja, also das ist viel zu viel Aufwand. Also Herr Gräter, bei der Gelegenheit möchte ich mich auch bei den anderen Kollegen der schreibenden Kunst bedanken. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ich bin doch nur ein armer Lohnschreiber. Ja, ja, mir kommen die Tränen gerade. Okay, Sie sagen, wir brauchen den Klatsch. Ich behaupte, nein, brauchen wir nicht. Doch. Ich kann ohne. Das ist der soziale Klebstoff. Das braucht man. Ja? Da ist ein bisschen die Schadenfreude, die Information, dass ich ein bisschen besser bin. Das ist alles. Ja. Lesen Sie Klatschzeitung? Wer liest Klatschzeitung? Ganz ehrlich, Sie müssen sich ja nicht melden. Nicken Sie nur mit dem Kopf. Ja? Ja, die haben doch die höchsten Auflagen, das sieht man doch. Ja, irgendeiner Frau muss ja im Schritt, gelbe Frisur, die haben doch die höchsten Auflagen. Ja? Ja? Ja. Liest du, Silvi, manchmal? Ja, klar. Bunte Gala, tralala. Also ja, natürlich, so. Ja? Jeden Donnerstag. Ah, okay. Die Herrschaften scheinen zu wissen, was das heißt, jeden Donnerstag. Okay. Also jeder, ja, die sagt, die liest das nicht. Ja? Der lügt. Ja, blättern tue ich das auch. Keine Frage. Also ich. Bild. Also ja, Franz Josef Strauß hat sie immer in die FAZ reingesteckt, die Bild-Zeitung. Ja? Ja. Den haben sie geliebt, ne? Ja. Weil das war ein richtig guter Politiker. Ja, das sind ja rar geworden. Sehr rar. Okay. Wir nehmen noch mal ein paar Prominente. Ich möchte einfach nur mal wissen, wofür Sie so die Schwelle. Frische. Ja. Frische. Er bündelt da erstens den Sportfachmann. Ja. Er ist das Sendergesicht. Ja. Und der ideale, wie soll ich sagen, Hochzeitskandidat, wenn er nicht verheiratet wäre. Er lebt in einem Ex-Botschafterhaus an der Alster und fährt Geländewagen. Also das sind nur so Rahmenhandlungen. Die und mehr wissen Sie nicht von mir? Nein, den sexuellen Teil lasse ich weg. Weil ach so. Ja. Bald wieder Papa. Vierte Kind, ja. Aber ich krieg's nicht, sondern meine Frau kriegt's. Ja, bei uns auch, ja, ja, wir werden so weit geht die Emanzipation nicht, dass wir die Eierstöcke verpflanzt bekommen. Und jetzt, lieber Herr Gräter, jetzt gehen wir mal von diesen nur bekannten Menschen wie mir weg und zu den wirklich Prominenten. Ich gebe Ihnen mal so ein paar Stichworte. Und Sie sagen mir, prominent oder was ist Thema? Also es gibt zum Beispiel, dass Bill Clinton und Angelina Jolie beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos sozusagen ihren privaten Gipfel auch noch gefeiert haben. Ja, was gibt's da zu lachen? Das ist eine ganz normale Geschichte. Ja. Er ist der größte Aufreißer in der politischen Szene und sie ist die größte Aufreißerin in der Filmszene. Ja. Die beiden trafen sich 2005 in Belvedere. Haben sich aber vorher schon mal kennengelernt durch den Oliver Stone in London. Also insofern, die waren sich nicht fremd. Das ist doch schön, wenn man alte Bekannte trifft in einem einsamen Schweizer Gebirgsort, oder? Ja. Und da was macht. Der ist übrigens zur Zeit des Weltwirtschaftsgipfels nicht so einsam. Aber da gibt es ungefähr 10.000 Polizisten zu dem Zeitpunkt. Nein, das ist erst jetzt. Ja. Aber 2005 war es noch nicht so wild. Aber so um zwei gibt es nicht einmal gescheite Taxis. Ja. Und wenn der Bill Clinton nur drei Zimmer hatte und sie keins, dann opfert man sich auf, einfach als Gast. Ja. Haben Sie auf dem Flur gestanden? Nein, auf dem Flur. Ich habe auch in dem Lokal gesessen und habe einen Rotwein getrunken. Aber ein Glas nur, weil es war zu schön, das zu beobachten. Also Geschichte stimmt, würden Sie sagen? Ja, ja, ja. Dieser ja. Klage sehen Sie gelassen entgegen? Aber ganz gelassen. Es gibt ein Bild. Es gibt ein Foto. Es ist hoffentlich bitte kein verfängliches. Also, bitte, nein, es ist ja noch das Vorspiel gewesen. Gut. Die wesentlichen Antworten kommen ja ohne, dass ich eine Frage stelle. Merken Sie das? Ich muss die Stoßrichtung bitte bekannt Sie, geben. Gräter, das hat man im Einführungsgespräch mir deutlich hingewiesen. Dass Sie dieses Gespräch Einführungsgespräch nennen, will ich jetzt hier nicht thematisieren. Ich sage nur, ich bin für die Fragen verantwortlich und Sie für die Antworten. Okay. Gibt es sowas in der deutschen Politik auch oder ist das ein eher amerikanisches, internationales Phänomen? Nee, das gibt's, weil alle haben die Geschlechtsorgane. Was soll denn das?
Sie schreiben ja über bayerische Politiker auch. Ja, ja, sicher. Ja. Sind ja auch nicht, die haben sie auch nicht weggebunden, oder? Ja. Ich überlege immer, ob ich das alles fragen soll oder ob ich es einfach mal gerade gut sein lasse. Ja. Ja. Nur zu. Ja. Also Sie sind da ja wirklich ganz offen. Ne? Sie? Ja, da gab es also eine junge Dame, das wollten Sie doch wissen von mir, oder? Ja, Sie schreiben es. Der hat Nachwuchsförderung gemacht, der Stoiber. Der Stoiber hat richtige Nachwuchsförderung gemacht. Okay. Mit einer Bundestagsabgeordneten, Daniela Raab. Sehr nett, süß, schaut aus wie Karin, aber rein zufällig. Ja. Ja. Und ist doch gut, wenn man der Jugend ein bisschen auf die Sprünge hilft, oder? Nee, ist sind gut. Wir doch bei Gutenberg, junger Politiker, das wünsche ich mir. Dem hängen Sie jetzt nichts an? Nein, den finde ich prima, den finde ich nur zu spät eingesetzt. Ja. Den Joker hätte ich gezogen, das wäre ein guter Kanzlerkandidat. Da würde die Union den Wahlsieg schlecht davontragen. Da bräuchte man keine FDP dazu. Ich danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch in meiner Sendung und weise gerne darauf hin, dass Sie viele Geschichten aufgeschrieben haben in einem Buch. Stimmen die alle in dem Buch? Ja. Na, dann kann man es ja nachlesen. Extrablatt heißt das Buch von Michael Gräter, dem Kult-Klatsch-Journalisten. Und nun treffen wir uns vielleicht in einer Woche und dann bearbeiten wir die ersten Klagen, oder? Gern, kommen Sie nach München, trinken wir Bier. Ist das Oktoberfest? Das ist ja der Grund meiner Weste. Ja, okay. Die trage ich nicht normalerweise. Wir sind dankbar, dass wir... So laufen die Damen bei uns über die Wiese. Dass wir so weit nördlich sozusagen auch teilhaben dürfen an ihrem kulturellen Leben. Die kulturelle Entwicklung verlief von Süden nach Norden. Okay, und wir hatten Römer. Ja. Waren die hier? Nein, wir konnten es abwarten. Wir haben es auch so geschafft.